Okay. So. Hi, ihr Lieben. Ich stelle mich mal ein bisschen weiter weg. Hallo, ihr Lieben. Ja, ich bin mal wieder mit der Gitarre da. Aber heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Ich will gar nicht drum herum reden. Ich fange einfach mal an. Es war einmal ein Mädchen, das war noch sehr klein. Heute würde sie sagen, sie ist gut so um die 3 Jahre alt gewesen und war bei einer Adoptivfamilie. Die Adoptivfamilie war aber nicht nett zu ihr. Sie waren Zuhälter, Vater wie Mutter. Und so hat dieses kleine Mädchen sehr, sehr früh erfahren müssen, was es bedeutet. Es hat ein Martyrium erlebt, das möchte ich euch einen kurzen Teil daraus erzählen. Mit 3 Jahren wurde es gefügig gemacht und ab da an wurde es verkauft an viele, viele Männer. Einige waren nett und einige waren überhaupt nicht nett. Da musste sie wirklich um ihr Leben kämpfen. Und einer der schlimmsten war ein Arzt, ein Gynäkologe. Der hat sie nicht nur ganz, ganz brutal missbraucht, sondern hat ja auch währenddessen versucht, das Leben zu nehmen, immer wieder. Und er hat sie schwanger gemacht. Diese Schwangerschaft wurde dann abgetrieben. Aber soweit zu diesem Heftigen. Wenn ihr das jetzt nicht weiter hören wollt, dann drückt einfach weg. Dieses Mädchen hatte das bis sie im 12. Lebensjahr mitmachen müssen. Und ab ihrem 12. Lebensjahr war auf einmal ganz plötzlich alles vorbei. Der Adoptivvater ist geflüchtet aus Deutschland in ein fremdes Land, wo man ihn nicht bekommen konnte. Und ab da lief das Leben dieses Mädchens erst einmal normal. Aber um diese Vergangenheit nicht hervorholen zu müssen, hat dieses Mädchen es so gemacht, dass es es verdrängt hat. Das heißt wirklich, es hat es so verdrängt, dass es es vergessen hat. Es hatte also keine Erinnerung mehr bis zu ihrem 12. Lebensjahr. Und in dieser Zeit hat er es gedacht, wenn ich das so verdränge, dann ist alles in Ordnung. Aber das funktioniert nicht. Und so rutschte es in Magersucht hinein, Anorexie. Es ist mit falschen Menschen zusammengekommen. Es fing an zu rauchen. Es fing auch mit Trinken an. Es ist sogar mal ein Stück weit, ein kleines bisschen in die Drogen rein. Aber das war der Preis, den es bezahlen musste. Und so konnte dieses Mädchen es sich aber irgendwann fangen und ist auch eine kurze Zeit ein Stück mit Gott gegangen. Aber eigentlich hat sie ihn gar nicht gekannt. Geschweige denn, dass sie wusste, wer Jesus ist. Und so lief sie eine ganze Zeit lang daher, hat geheiratet, hat Kinder bekommen und sie dachte, alles wäre gut. Steh ich am Morgen auf, steh ich am Morgen auf, steh ich am Morgen auf, gib mir Jesus. Gib mir Jesus, oh behalt die ganze Welt, doch gib mir Jesus. Ja, so lebte es dann mit der Familie gemeinsam und hatte zwar keine Erinnerung an früher, aber irgendwann kommen Erinnerungen zurück, ob man möchte oder nicht. Und so ist es auch bei diesem jetzt jungen Frau geschehen. Sie ist 30 Jahre alt, so um den Dreh rum, und auf einmal kam Erinnerung hoch. Und es waren furchtbare Erinnerungen. Erinnerungen, wie sie gequält worden ist, wie die Adoptiveltern sie gefügig gemacht haben, wie man sie gequält hat, dass sie nett zu den Männern war, denn als Kind war sie nicht nett, sie wollte das ja nicht. Aber man hat sie gefügig gemacht, indem man sie zum Beispiel
wenn sie nicht gehört hat, über Wochen eingesperrt hat. Und nur der Adoptivvater hatte den Schlüssel. Und nur er durfte rein in das Zimmer und raus. Und keiner hat mit diesem Mädchen nur ein Wort gesprochen. Nicht ein einziges Wort. Es war so, als wenn sie ganz alleine war. Sie hat gerufen, sie hat Hallo gesagt, aber es hat nie einer geantwortet. Als ob das Haus ganz leer wäre. Nur er kam rein, sagte aber auch kein Wort, wechselte das Töpfchen, weil sie musste ja irgendwann drunter, nun ging er wieder raus, ohne ein Wort zu sagen. Oder noch als Beispiel, hat er sie mal eine ganze Nacht ja, auf einem kalten Fliesenboden stehen lassen im Badezimmer und hat dann sich einen Stuhl genommen und hat gesagt, du stehst da und hast dich nicht zu bewegen. Man sollte sich in der Zeit Gedanken machen darüber, wie weit man doch nett zu den Männern dann sein sollte und ob man Nein sagt oder Ja sagt. Und so hat er das Mädchen dort stehen lassen, die ganze Nacht über. Es war noch hell, als sie da stand und es wurde wieder hell, als sie immer noch stand. Und sie durfte sich nicht bewegen und er hatte akribisch darauf geachtet, dass sie sich auch ja nicht bewegt. Und irgendwann könnt ihr euch vorstellen, nur mit nackten Füßen auf dem Boden über Stunden. Es war unbeschreiblich, was das Mädchen teilweise erlebt hat. Aber nun kam diese Erinnerung alle wieder hoch. Und das Mädchen wurde wütend. Die Frau wurde mir gesagt, die Frau wurde jetzt wütend und hat gesagt, wow, wenn das Gott ist, dann will ich den nicht mehr haben. Und sie war so wütend und hat gesagt, dich will ich gar nicht mehr. Ich gehe lieber zur anderen Seite, denn ich will die ganzen Täter, ich will alle, will ich töten und will ich mich rächen. Und jeder soll bestraft werden. Und so ist sie von Gott ganz weit weggegangen. Und hat in dieser ganzen Zeit versucht, das auf der anderen Seite aufzuwiegen und zu gucken, wer ist es denn alles gewesen. Aber wie wir wissen, ist der Feind und der Teufel nicht dabei, uns zu helfen, sondern er zerstört uns. Und genau das ist passiert. Die Erinnerungen, die wiederkamen, waren, weil das so ein starkes Trauma war aus der Kindheit, so massiv, dass die junge Frau dissoziierte. Sie fiel wieder in die Magersucht zurück. Sie dissoziierte, das heißt, sie rutschte immer in diese Vergangenheit richtig zurück und erlebte das. So massiv, als wenn sie es schmecken, riechen und alles nochmal erleben würde, was sie als Kind erlebt hat. Und sie wurde immer kränker und sie musste in Krankenhäuser, in Kliniken. In der Zeit hat sie sich versucht zu töten, aber nicht, weil sie das wollte, sondern wirklich, weil in dieser Dissoziation, das ist so wie diese Warteschleife, wo man das halt immer und immer und immer wieder erlebt. Kennt ihr denn den Film und täglich grüßt das Murmeltier? So ist eine Dissoziation. Und so hat das Mädchen das immer wieder erlebt und erlebt und es gab überhaupt keine Hoffnung mehr. Sie kam in Traumakliniken rein und in der letzten Traumaklinik, das eine sehr gute war, die auch am Forschen ist, in der ganzen Welt, die ist mit England und mit Amerika gemeinsam am Forschen, was sie mit traumatisierten Menschen machen kann, dass es denen wieder besser geht. Und da hat der Professor selber eine Sitzung mitgemacht, um zu gucken, warum diese Frau so dermaßen, dass das so schwer ist, sie zu kriegen. Und nach dieser Traumatherapie hat er dem Mann, der Frau gesagt, wir können ihnen nicht helfen. Wir können ihnen nur versuchen, es leichter zu machen, indem sie in Intervalltherapien kommen und dass sie ein bisschen lernen, mit diesen Dissoziationen umzugehen. Aber es wird sie ihr ganzes Leben lang so massiv tragen, dass es da keine andere Möglichkeit gibt. Und ganz traurig und niedergeschlagen ist dann die Familie wieder nach Hause und man hat gesagt, das war es jetzt. Und sie war eben halt wieder in Kliniken, aber dann irgendwann, es war kurz vor Karfreitag, ist sie aus einer Klinik rausgekommen, wieder aus einer Klinik rausgekommen
und hatte den Jesusfilm gesehen. Und nach diesem Jesusfilm, es ging ja an diesem Tag nicht gut und sie hatte sich dann vor einen Computer gesetzt und Denkaufgaben gemacht. Das war dieses Killen, was sie gelernt hatte gegen diese Dissoziation. Und hat dann auf einmal angefangen, wieder mit Gott zu sprechen. Währenddessen. Wenn ich alleine bin, oh, wenn ich alleine bin, wenn ich alleine bin, dann gib mir Jesus, gib mir Jesus, gib mir Jesus, oh, behalt die ganze Welt, doch gib mir Jesus. Was dann geschah, das ist richtig heftig. Denn sie fing mit Gott an zu sprechen und hatte in den Jesus, die größte Geschichte aller Zeiten hat sie gesehen. Und da hat sie gesagt, weißt du was, Gott, ich habe eine Idee. So schlecht sind alle Menschen gar nicht. Und ich habe viel in meinem Leben erlebt. Gott, was hältst du davon, wenn ich mein Leben tausche gegen Jesus Leben? Ihr war damals gar nicht bewusst, wie wichtig war, dass Jesus gestorben ist. Aber sie dachte sich, wenn Jesus noch leben würde, dann würde vielleicht das alles gar nicht passiert sein, sondern dann würden schlechte Menschen einfach wieder gute Menschen werden. Und so hätte die Welt eine Hoffnung. Und sie hatte die ganze Nacht mit Gott gesprochen und hatte das Gefühl gehabt, ja, er wird es machen. Sie hat sich bei ihm entschuldigt, dass sie sich von ihm abgewandt hat. Und wir haben... Sie hatte zum ersten Mal in der Nacht eine schlafende Nacht gehabt. Das heißt, sie hat weder dissoziiert, noch hatte sie schlechte Träume gehabt. Sie hatte die erste Nacht seit vielen, vielen Jahren durchgeschlafen. Und dann war dann der Karfreitag und sie dachte, gut, heute muss ich sterben. Und natürlich hatte sie Angst, aber sie dachte sich, das ganze Martyrium, was sie erlebt, mit den ganzen Schmerzen, mit allem, sie weiß, dass das nichts ist von dem, was Jesus da erlebt hat, aber sie würde es für ihn tun. Und dann kam der Karfreitag und es passierte nichts. Und sie war ganz traurig und hat gesagt, wow, warum? Aber in dieser Zeit fing Gott schon langsam an und sehr intensiv, nicht langsam, intensiv fing er an und hat sie versucht zu verändern. Nicht versucht, er hat sie verändert. Er hatte ihr Leute gebracht, die Jesus kennen. Und da war auch ein Mann dabei, der hat eine Erfahrung, der ist Muslime gewesen und Jesus hat ihn befreit von Drogen und hat ihn zu Jesus gebracht. Und da hat er gesagt, ich weiß, wo man dir helfen kann. Es hat noch ein bisschen gedauert, doch ein paar Monate später ist sie dann in eine Gemeinde gegangen, die sich damit auskennt und betet und Menschen und weiß, wie viel Kraft in einem Gebet ist, dass Menschen befreit werden können. Und so ist sie dort gewesen und die Frau fing an zu beten. Und als sie gebetet hat, wurde die junge Frau, also das Mädchen, die junge Frau, wurde dann wieder ganz komisch und böse und hat böse Sachen auf einmal gesagt. Und dann kann ich nur sagen, was die Frau gesagt hat. Sie war auf einmal, es war alles auf einmal um sie herum ganz warm und weich. Und es war wie so ein ganz strahlendes Licht, es war wie so eine Ellipse. Man kann das gar nicht genau erklären. Das sah so aus wie ganz viele kleine Punkte, die so an den Seiten gestrahlt haben. Das sah aus wie Tausende, Millionen von Wunderkerzen. Nur, dass die nicht irgendwie wehgetan haben, wenn die gesprüht haben, sondern das war ganz warm und weich. Das war ein besonderes Licht. Das kann man überhaupt nicht beschreiben, diese Wärme, die da rauskam. Und ganz plötzlich war sie in diesem Licht drin. Und da war ein wie so ein Blätterrauschen, das war so ganz, ganz fein, als ob da wie so Flüstern. Es war so massiv.
Und sie fühlte sich auf einmal so geborgen und zu Hause. Und es war, als wenn man sie auf einmal in den Arm nehmen würde. Und sie war ein ganz kleines Baby und konnte sich da in diesem Arm vollkommen entfalten. Und dann auf einmal kam sie wieder zu sich. Und sie lag auf einem Boden. Sie war wieder in der Gemeinde, lag auf dem Boden, ganz eingerollt wie ein Embryo. Und sie machte die Augen auf und war ganz durcheinander, wo sie war, weil das war so schön, wo sie vorher gewesen ist, dass sie das gar nicht beschreiben konnte. Und sie wollte aufstehen und das ging gar nicht. Es war, als wenn sie betrunken war. Und sie stand auf und guckte ihren Mann an, ist auch mit dabei gewesen. Und zu dem Freund, der sie dahin gebracht hat, und die Pastorin Elisabeth. Und dann hat sie laufen wollen und sie konnte, sie ist getorkelt. Sie sagte sich, oh, was ist hier los? Ist mein Kreislauf nicht in Ordnung? Dann sagte sie zu ihrem Mann, das Erste, was sie sagte, lass uns mal eine rauchen gehen. Das ist krass, ne? Und sie ging raus und wollte rauchen. Dann hat sie die Zigarette in den Mund gehabt und sie hat sich fast übergeben müssen. Es war so ein ekliger Geschmack, dass sie ganz erschrocken die Zigaretten weggeschmissen hat und aufgetreten hat. Und hat gesagt, was ist das? Und dann auf einmal ist ihr klar geworden, was da passiert ist. Gott hat sie befreit von dem Rauchen. Sie war ganz irritiert. Und es war noch an diesem Tag viele Sachen, die dann auf einmal gewesen sind. Sie hat seitdem nicht mehr geraucht. Aber das Allerbeste, aber das fiel erst ein paar Tage später auf, nachdem sie dann zu Hause war und sich gewundert hatte irgendwann, hey, ich dissoziiere ja gar nicht mehr. Und hatte da immer schon darauf gewartet, aber es war weg. Und dann ist ja die Tragweite klar geworden, was Gott da gemacht hat. Er hat sie vollkommen geheilt. Seitdem, 2014, ist diese Geschichte geschehen, ist diese Frau nicht mehr am Dissoziieren und sie raucht auch nicht mehr. Diese Frau, das Mädchen, von dem ich erzähle, das bin ich selber gewesen. Und ich kann euch eins sagen, diese Hoffnung, die möchte ich jedem von euch geben. Das ist der Grund, warum ich am Fenster stehe und euch Hoffnung geben möchte. Das ist der Grund, um euch zu sagen, es ist egal, was bei euch passiert ist in eurem Leben. Es ist Gott, der euch von allem befreien kann. Und dieses Vertrauen und dieser Glaube versetzt wahrlich Berge. Und wenn ich sterben muss, oh, wenn ich sterben muss, wenn ich sterben muss, gib mir Jesus, gib mir Jesus, gib mir Jesus, oh, behalt die ganze Welt, doch gib mir Jesus. Gib mir Jesus, gib mir Jesus, oh, behalt die ganze Welt, doch gib mir Jesus, komm, gib mir Jesus. Ja, Leute, das war's auch schon. Es hat länger gedauert, aber ich wünsche euch, dass ihr auch solche Begegnungen habt, denn seitdem ich Jesus in mein Herz gelassen habe, seitdem erlebe ich tagtäglich kleine Wunder überall und das ist so wunderschön und ich habe seitdem so viel auch erlebt, was Gott immer noch wieder macht, diese Kleinigkeiten, die wir oftmals als, ja, das war Glück oder ja, Mensch, da hast du aber Schwein gehabt. Nein, es war Jesus. Es ist unser Vater im Himmel, der das gemacht hat. In diesem Sinne wünsche ich euch eine kraftvolle Woche. Also, ciao. Und segenreich soll sie auch noch sein. Und ich wünsche euch wirklich, den Glauben zu Gott zu finden.